Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute Türchen Nummer 2, das Advent of Code. Gestern haben wir den Meeresboden vermessen, heute müssen wir herausfinden, wie wir das U-Boot steuern. Es gibt einfache Kommandos, vorwärts um eine bestimmte Menge, runter um eine bestimmte Menge, hoch um eine bestimmte Menge. Also das X hier kann Zahlenwerte annehmen, 1, 2, 3 oder 5, 5, 8, 3, 8, was auch immer. Im Prinzip also eine Größe mit einer Einheit, nur die Einheit ist unklar. Oder wird unklar gelassen. So, das U-Boot hat bereits einen geplanten Kurs oder hat schon einen eingestellten Kurs im Bordcomputer und wir möchten herausfinden, wo führt uns dieser Kurs eigentlich hin. Also versuchen wir, diesen Bewegungsplan durchzusimulieren, indem wir die Inkremente entsprechend ihrer Art nach aufsummieren, also die Forward alle aufeinander summieren und die Downs und Ups miteinander subtrahieren. Am Ende hier haben wir wieder einen Beispielcode, wie auch gestern, sehen wir forward 5, adds 5, also nach vorne um 5, fügt 5 hinzu. Wenn wir das alles einmal durchgerechnet haben, kommen wir auf eine horizontale Position von 15 oder eine Tiefenposition von 10, startend vom Punkt 0, 0. Wenn wir die zusammen multiplizieren, erhalten wir eine Endantwort. Und das sollen wir eben mit unserem Input machen. Dann mache ich mich mal an die Arbeit. Okay, da bin ich wieder. Für euch war das ja eine schnelle Überblendung. Was habe ich bis jetzt gemacht? Ich habe mich jetzt auch erstmal nur mit der ersten Aufgabe auseinandergesetzt und soweit erstmal alles implementiert. Und das ist ein Trick, den habe ich mir von Joel Gross abgeschaut. Ein durchaus bekannter Data Scientist aus Amerika. Und zwar, sie geben uns ja hier ein Erklärbeispiel, um zu verstehen, wie die Aufgabe funktioniert. Das können wir aber eben auch hernehmen, um unser Programm zu validieren oder zu testen. Und ich habe jetzt also erstmal den Code geschrieben und nur anhand dieses Beispiels einmal getestet. Also wir bekommen hier die Kommandos forward, down, forward, up, down, forward. Die existieren hier durch und am Ende sagen sie, okay, was rauskommen soll, ist 15 und 10, sodass die Multiplikation 150 ergibt. Schauen wir mal. Was habe ich also gemacht? Ich habe da ein bisschen was importiert aus dem Typing-Modul. Also, wenn man sonst nichts zu importieren hat aus dem Typing-Modul, da findet man immer was, um sein Programm zu dokumentieren. Das ist ein guter Habit, den man sich aneignen kann. Dann sehen wir hier Raw Example. Also hier habe ich schon mal den String direkt in den Code rein gekopiert und gepastet. Das ist ja auch unser Testcase. Das rechtfertigt, dass es direkt auch in den Source Code mit reinzuschreiben. Könntest du natürlich auch als eigenen Input auslagern, wo also die Beispielbewegungen aufgeführt sind. So, in der Quintessenz dieses Beispiels geht es ja darum, ein solches Navigationsprogramm auszuwerten. Und zunächst möchte ich also diesen String in etwas umwandeln, das ich besser verarbeiten kann. Dafür definiere ich mir einen Typ. Kommandos, das Underscore T steht für Typ. Das da soll sein ein Tupel aus ganz vielen Tupeln, die wiederum aus einem String und einem Int bestehen. Ja, der String wird dann immer sein Forward, Up oder Down und der Integer ist dann 8, 3, 8 oder wie viele Einheiten auch immer sich das U-Boot bewegen soll. Dann habe ich noch einen zweiten Typen, die Position des U-Bootes, Post T, ist eine List aus Int, genau genommen eine Liste der Länge 2, das kann ich leider als Typ so nicht dekodieren. Aber jetzt müssen wir erstmal das Raw umwandeln in einen Typ unseres hier vordefinierten Typens oder vorbeschriebenen Typens. In Python gibt es ja keine statische Typendeklaration, es gibt noch Typenannotationen, also für andere Programmierer, für einen selbst zum Rekapitulieren kann ich solche Typendefinitionen vornehmen, um mich daran zu erinnern, was hier Idee und Gedanke war. Also der Python-Interpreter macht nicht viel damit. Wie dem auch sei, wir haben eine Funktion gatherCommands, das ist CMDS, ja, Commands, gatherCommands, es nimmt also genauso einen String an und zerlegt den, um mir am Ende des Tages genauso einen CMDS-Typ zurückzugeben. So, was passiert hier drin? Hier drin passiert nicht viel, hier ist der, hier wird die Hauptarbeit, hier findet die Hauptarbeit statt, das Commands Raw wird gesplittet, zeilenweise
Und dann wird jede Zeile in diese SEP-Funktion, die Separator-Function, mir fiel kein besserer Name ein, eingesetzt. Die Separator-Function ist direkt darüber definiert. Was macht diese Separator-Function mit so einer Zeile? Ja, vielleicht sollte das hier vielleicht auch besser Line heißen und nicht Arc. Ein Separator nimmt eine Zeile, splittet sie an dem Leerzeichen. Wir haben ja hier immer, ne? Forward, Leerzeichen, Bewegung. Wir haben also ein ganz festes Pattern hier. Und dieses Pattern nutze ich aus. Ich splitte den String am Leerzeichen, greife mir den ersten Teil raus, vorne, also das Forward, das Up, das Down. Greife mir aber auch den hinteren Teil raus und caste darüber den Int-Constructor. Ähnlich wie am Tag 1 eben auch schon. So, dieses Gather Commands gibt uns also eine Kommandoliste zurück. Dann haben wir eine zweite Funktion, die Analyze Commands. Nimmt also genau so einen Typen an, die uns Gather Commands Funktion bereitstellt. Es nimmt auch eine Startposition, falls man keine übergeben möchte. Es ist optional. Dann wird es intern einfach auf 0,0 gesetzt, so wie es in der Aufgabenstellung ja auch vorgeschlagen wird. Diese Funktion gibt dann am Ende ein POST zurück, eine Position oder eine Variable vom Typ Position. So, was passiert? Hier habe ich jetzt ein Python 10-Feature endlich selber auch mal ausgenutzt. Ich bin von diesem Python 10-Feature, diesem Pattern-Matching nicht überzeugt. Ich finde es vom Ansatz her gar nicht schlecht, aber was ich mit seinem Pattern Matching leider nicht machen kann, hier jetzt aber auch nicht gebraucht habe, ist eine ist Instance Check. Soweit ich weiß, geht das nicht. Und ohne das finde ich das Pattern Matching unvollständig. Und weil es unvollständig ist, hätte es wegen meiner auch gar nicht erst in die Sprache reingemusst. Aber egal, ich habe jetzt mal die Gelegenheit genutzt und es einfach mal ausprobiert. Ich gehe also über alle Kommandos durch, greife mir jeweils ein Command raus und dann matche ich dieses Command. Ist es forward, ist es up, ist es down und greife mir dann entsprechend also die Bewegungseinheit raus und verarbeite sie gegen die U-Boot-Position. Sollte mal ein Kommando drin vorkommen, das nicht unseren Erwartungen entspricht, würde dieses Programm einen Fehler werfen. Ansonsten gibt es die Position zurück. Dann hier unten wird dann also der Main-Part der Funktion aufgerufen. Die Main-Funktion ist hier. Das ist natürlich ein relativ merkwürdiges Konstrukt. Ja, dieses if-name ist main, das greift eben nur, wenn dieses Skript direkt vom User ausgeführt wird und nicht, wenn dieses Skript woanders via Import hereingeladen wird. Normalerweise würde man denken, alles, was hier unter die Main-Funktion kommt, könnte man auch einfach unter dieses if schreiben. Aber tatsächlich habe ich jüngst gelernt, es ist besser, es in eine eigene Funktion abzukapseln. Ich möchte jetzt hier nicht auswalzen, warum, vielleicht mal in einem eigenen Video, vielleicht googelt ihr auf YouTube rum und findet die Antwort woanders. Aber es gibt tatsächlich wirklich eine technische Erklärung, nämlich wie der Python-Interpreter mit Kommandos umgeht, die innerhalb oder außerhalb einer Funktionsdeklaration auftauchen. Aber in aller Kürze, es ist besser, solche Main-Routinen oder Ghetto-Tests, was ich hier mache, tatsächlich in eine eigene Funktion auszulagern. Ich hole jetzt also Kommandos ab über die Gather-Kommandos-Funktion von dem Raw Example und dann asserte ich, dass am Ende die Antwort rauskommen soll, die auch in der Aufgabenstellung bereits gegeben war. Und siehe da, das Programm läuft durch, ohne einen Fehler zu werfen. Das heißt, dieses Assert ist erfüllt. Weil dieses Assert erfüllt ist, können wir jetzt also im nächsten Schritt tatsächlich die eigentliche Aufgabenstellung, also jetzt meinen individualisierten Input durch unsere Funktion einmal durchjagen. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, also ich habe jetzt den Input A des Tages über den Read-Mode als F-Stream reingelesen, in einen String umwandeln lassen, mir meine Gather-Commands geben lassen, sie analysieren lassen und möchte dann also die Endposition als auch die Multiplikation, die die Website ja eigentlich abfragt, ausgeben lassen. Ich habe das jetzt noch nicht ausgeführt, ich habe es jetzt nur programmiert. Also dürfen wir zusammen diesen wundervollen Moment erleben. 2010 zu 10.030 ist unsere Position unterhalb der Meeresoberfläche und offensichtlich haben wir hier eine relativ große Zahl als Faktor. Dann gucken wir mal, ob das die richtige Antwort ist. Geben wir mal unsere große Zahl ein. Was ist das? 2.070.300. Und das war die richtige Antwort.
Wir sind einen goldenen Stern weiter. Dann schauen wir uns doch mal Part 2 an. Also, basierend auf unserer Berechnung, der vorausgeplante Kurs erscheint überhaupt gar keinen Sinn zu ergeben. Aber du findest das Manual und entdeckst, dass der Prozess, wie dieser Kommandosplan eigentlich ausgewertet wird, ein bisschen mehr komplizierter ist, als du gedacht hast. Weil die Position besteht nicht nur aus horizontaler Position und Tiefe, sondern es gibt einen dritten Wert, der Aim. Also die Ausrichtung, die auch bei Null beginnt. So, und die Kommandos sind also anders zu interpretieren, nämlich wie folgt. Down reduziert, also Down bringt nicht das U-Boot Tiefe herunter, sondern dieser Aim-Wert, dieser Ausrichtungswert, der wird um x Einheiten nach unten korrigiert und ab entsprechend auch manipuliert den Aim-Wert, also die Ausrichtung nach oben. Das heißt also, Down und Up wirken nicht direkt auf Bewegung des U-Bootes, sondern sie geben erstmal einen anderen abstrakten Wert, nämlich die Ausrichtung. Und jetzt kommt Forward, ist das magische Kommando. Forward, wie vorher auch, erhöht unsere oder manipuliert unsere horizontale Position, indem es x Einheiten draufrechnet. Aber jetzt wird der Aim, also die Ausrichtung, genommen. Und die wird um x multipliziert von dem Höhenwert. Ja, also erst das Up und Down geben eine Art Programm vor und erst das Forward wertet es wirklich aus. Das heißt, wir können eigentlich die meisten unserer Funktionen wiederverwenden, können auch den Test oder das Beispiel wiederverwerten. Hier wird ja auch nochmal dasselbe Beispiel neu durchdiskutiert, vor dem Hintergrund der veränderten Interpretation. Und hier bekommen wir auch wieder eine Antwort. Statt 15 und 10 müssten wir dieses Mal mit der neu anderen Interpretation auf 15 und 60 kommen, deren Multiplikation 900 ergibt. Ich werde das mal programmatisch jetzt umsetzen und dann hören wir uns gleich wieder. Okay, da bin ich wieder. Ich habe jetzt auch retrospektiv den Part 1 noch mal ein bisschen geändert. Den Code an und für sich eigentlich nicht, ich habe ihn noch ein bisschen umsortiert. Ich habe jetzt das Einlesen des Raw Example, das Einlesen der Textdatei und das Einlesen des Raw, also das Gather Commands, hier oben an den Anfang verbannt, weil wir das sowohl für Part 1 als auch Part 2 brauchen. Jetzt haben wir ja gerade von der Aufgabenstellung gelernt, zu der Position kommt eine dritte Koordinate hinzu, der Aim, die Ausrichtung. Praktischerweise oder versehentlicherweise, weil ich hier oben bei den Typen Aliasen, bei den Typenbeschreibungen ohnehin nicht ausdrücken konnte, wie lang so eine Liste mit Integer sein sollte, können wir diese Position also einfach wieder verwerten, jetzt in Part 2, obwohl sie jetzt aber drei Einträge hat statt zwei. Deswegen habe ich in dem Analyze-Commands vom Part 1 noch die Bedingung hinzugefügt, dass ja, die Position der Länge 2 sein soll, ansonsten wird sie hier einfach genullt. Jetzt ergibt sich also ein Commands Alternative. Das Aufrufinterface ist völlig identisch zu davor. Wir nehmen eine Kommandosliste an, wir nehmen eine Starting Position an, die jetzt aber der Länge 3 sein muss. Und wir geben eine Position zurück. Also am Anfang, wir nehmen hier wieder 000, wie auch in der Aufgabenstellung ja, vorgegeben. Und wir gehen über das Match Case wieder alle Kommandos durch, so up und down, manipulieren jetzt an der dritten Stelle, also der Eintrag 2, ja, diese Liste ist indiziert mit 0, 1, 2, also an der dritten Stelle ist indiziert mit 2. An der dritten Stelle haben wir jetzt den Aim, der wird von up und down entsprechend modifiziert, indem er reduziert oder erhöht wird. Und der Case Forward ist jetzt also komplexer, indem er zum einen dasselbe tut wie vorher auch, aber jetzt zusätzlich noch, was ja beschrieben war, er nimmt den gerade vorherrschenden Aim-Value, multipliziert ihn mit der Einheit x und rechnet das dann auf die Tiefengröße Position 1 an. So, und am Ende geben wir die Position zurück, lassen das Aim aber aus, weil wir es eh nicht brauchen, plus zuzüglich, weil ich ja jetzt hier auch wieder mit den Example-Kommandos ja verifizieren möchte, dass die Antwort herauskommt, die Aufgabenstellung vorgibt.
Das habe ich einmal ausgeführt. Wir sehen hier, das Programm geht ohne Konflikt durch. Das heißt, der Assert ist erfüllt. Und wir können jetzt uns also die Kommandos Alternative auf die Kommandosliste anwenden und holen uns eine neue Position ab. Dann schauen wir mal in die Position rein und auch in die Multiplikation, das Produkt, das die Webseite haben möchte. Auch wieder, ich habe das Skript bis jetzt noch nicht ausgeführt. Schauen wir mal rein. So, wir kommen wieder bei 2010 raus. Das muss auch so sein, aber jetzt ist unsere Tiefe viel, viel größer. Und auch das Produkt ist ein viel größerer Wert. Dann schauen wir mal, ob das die richtige Antwort ist. Tatsächlich, das ist die richtige Antwort. Wir sind einen goldenen Stern weiter, um die Schlüssel zum Schlitten zu finden. Und das wär's für heute und dann sehen wir uns morgen. Bye bye.